Oh, die sind in 3, 2, 1. Jetzt! Ja, wann habe ich das letzte Mal nicht hängen gelassen bei einer Audiosynchronisation? Das war so lange her. Tatsächlich. Hallo Leute, so. Was geht? Willkommen zu einer neuen Folge. Wer bin ich? Wir haben heute die Arena-Leiter-Challenge. Die haben wir bei Press noch mal. Ja, basically. Ja. Also basically. Es hat sich nur gut angehört. Ich habe meine Flasche umgeschmissen. Es geht heute um Arena-Leiter, Pokémon von Arena-Leiter, Items von Arena-Leiter, Arena-Leiter selber, Orte, wo Arena-Leiter leben, alles Mögliche, alles, was mit Arena-Leitern zu tun hat. Wollen wir ab heute das machen, dass wir Fragen, die gestellt wurden, gebannt sind, die Leute haben sich das in die Kommentare gewünscht. Okay, aber... Aber? Dann machen wir es nur so, dass wir 3 Fragen hintereinander stellen okay, dürfen. Okay, das fühle ich. Weil sonst ist halt... Ja. Bro. Ja. Das ist ja Bro. Okay. Und im Fall der Fälle, umso länger es geht, desto mehr schließt man dann aus. Richtig. Genau, wir machen Arena-Leiter. Und auf Presscon haben wir eh schon eine Folge davon abgedreht. Schaut ihr euch auf jeden Fall gerne an. War sehr, sehr nice. Und ich würde sagen... Oh nein, du darfst ja noch anfangen. Okay. Fang an. Ich fange an. Jetzt bin ich natürlich nicht drauf vorbereitet, fragentechnisch, dass wir jetzt hier mit dem Bann kommen. Mit dem Bannhammer zuschlagen. Okay. Also die Sache ist aber die... Warte mal kurz. Ich würde aber kurz festlegen, dass man sowas wie... Bin ich ein Arena-Leiter? Bin ich ein Item oder so? Das kann man beide fragen. Klar, natürlich. Weil sonst kann man es ja nicht festlegen, was man ist so. Also man kann natürlich versuchen, das irgendwie kreativ dann herauszufinden, so, aber am Ende des Tages ist es blöd. Und deswegen würde ich dann sagen, machen wir da Das sind diese Oberfragen, sage ich, wenn ich es jetzt mal, die Oberbegriffe, die... Diese spezifischeren Fragen, die... Sind dann gebannt. Dann würde ich einfach mal fragen, komme ich mehr als einmal vor? Hä? Ja, wenn ich ein Arena-Leiter bin, ob ich mehr als einem Spiel, komme ich mehr als einem Spiel vor. Egal, was ich bin. Ja. Okay, gut. Das heißt, ich bin vielleicht kein Orden oder so unbedingt, wobei es immer noch natürlich sein könnte, wenn es im Remake ist. Komme ich in einem Remake vor? Ja. Also bin ich ein Spiel der ersten bis zur aktuell dritten Generation? So. Also gehör ich so gesehen dazu. Bin ich ein Arena-Leiter? Nein. Okay. Alrighty. Okay, jetzt muss ich kreativ sein. Kreative Fragen. Nichts, was du schon gestellt hast. Okay. Und ganz wichtig, weil ich sammle mir gerade schon wieder Fragen in meinem Kopf zusammen, die aber alle mit meinem zu tun haben. Das ist aber ganz gefährlich. Okay. Ach du Heilige. Ich hätte mir vielleicht ein paar Fragen überlegen sollen. Das nächste Mal schreibe ich mir Fragen auf, Alter. Okay. Das Blackout einfach. Wirklich? Will ich straight up reingehen und fragen, yo, bin ich in Arena leider? Will ich dich straight up einfach fragen? Kannst du machen, wenn du dir unsicher bist, was du stellen willst. Dann hast du noch Zeit zum Überlegen. Kannst auch mal anders reingehen. Okay, ich habe eine Frage. Okay. Der Typ, mit dem mein Ding zu tun hat. Also du hast ja etwas, was zu einem Typen gehört. Wenn du ein Orden bist, gehörst du ja theoretisch gesehen zu einem Typen. Wenn du ein Pokémon bist, gehörst du zu einem Typen. Ja, wenn du, du weißt, was ich meine. Der kommt als Arena öfter als einmal vor. Also alles außer Unlicht, glaube ich. Alles außer Unlicht. Glaube ich. Als einmal vor. Wenn es alles außer Unlicht einmal vorkommt, dann kann ich ja sagen. Okay. Kommt es öfter als zweimal vor. Jetzt musst du nachschauen. Alter. Ja. Okay. Und jetzt mache ich noch so eine... Das ist jetzt mein letztes. Also würde ich sagen, es ist... Ja. Es ist halt ein bisschen kompliziert. Ich würde sagen, ja. Ist es kompliziert? Es ist kompliziert, aber ich würde sagen, ja. Okay. Bin ich ein Arena-Leiter? Nein. Okay. Okay, also. Wobei, es ist immer noch... Ich,
verhalte dich nicht zu sehr an diesen zwei. Ja, alles gut, mach ich nicht. So. Ich bin mir gerade, das muss ich später machen. Rotom ist ein Legendary, by the way. Nein, das ist nicht. Okay, Timo. Ja. Kann man mich in irgendeiner Form erhalten? Ja. Bekommt man mich geschenkt? Nein. Okay, also bin ich wahrscheinlich ein Pokémon. Okay. 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 Würde ich sagen. Ja, okay. Ja, okay. Warte, was? Ah. Ah, okay. nee, ich habe nur was überlegt. Ah, alles gut. Okay. Okay. Also, ich soll mich nicht zu sehr daran aufhängen, dass es mehr als zweimal vorkommt. Dass es mehr als zweimal vorkommt. Also als Arena halt, ne, war ja meine Frage. Ja. Okay. Und ich soll mich nicht zu sehr daran aufhängen. Jetzt hänge ich mich daran auf. Ich hasse es. Und jetzt ist die Frage, inwiefern ist es gemeint? Ich meine... Okay, ich würde jetzt einfach sagen, nein. Also jetzt gebe ich einfach nein. Retrospektiv, okay? Dafür, für die Frage. Es kommt nicht öfter als zweimal vor... Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das kannst du doch nachschauen, welche Arenen, welche Typen. Ja, es ist. It's complicated. Warum? Aber nein, okay, es kommt zweimal vor. Nicht öfter. Also nur zweimal. Ja, Punkt. Punkt. So. Punkt. Okay, jetzt bin ich drin, Preston. Du weißt, dass ich jetzt drin bin. Gestein ja. Kommt öfter als zweimal vor. Wasser. Mhm. Öfter als zweimal vor. Boah, jetzt werden wir Jahre hier noch sitzen, Alter. Du wirst jeden Typen durchgehen. Es gibt 16 Typen. 18 Typen. 16 Typen. 16 Typen. Okay. Okay. Und Licht ist es nicht? 18 Typen, ja, genau. So, Elektro. Elektro gibt es weiter. Major Bob. Camilla fällt auch raus. So. Als nächstes haben wir Pflanze. Pflanze haben wir in Kanto. In Sinnoh. Ja, und in Dings in Gala funktioniert auch schon mal nicht. So, Gift. Gift existiert in der ersten Generation, also in Kanto, Koga. Und du bist dir unsicher, weil Janina nämlich auch eine Giftarena hatte. Und ohne Janina... Sind es nur zwei Arenen? Kann das sein? Warte, welches ist die andere Giftarena? Welches ist die andere Giftarena? Dritte Gen, vierte Gen. Fünfte Gen mit Mika. Sechste Gen gibt es keine. Ich bin von Typ Gift. Nein. Bin ich nicht? Nope. Was? Okay. Ist die Frage, stelle ich jetzt direkt die Frage, ob ich ein Pokémon bin oder gibt es noch was anderes? Na guck mal, mein Gedanke dahinter, man kann mich nicht erhalten, ist, ich bin also kein Orden, keine TM, kein Item, was ich von Dingens erhalte, von einem Arenaleiter in irgendeiner Art und Weise und du hast nachgeschaut, ob man mich erhält, also ein Pokémon kann man ja auch teilweise geschenkt bekommen. Mhm. Bedeutet, bin ich ein Pokémon? Ja. Okay, gut. Ich bin ein Pokémon aus der ersten bis zur dritten Generation, logischerweise, weil es in Remake ja auftaucht. Hm. Muss es ja. Wobei Gen 4 gab es in dem Remake irgendwie ein... Nee, ich glaube nicht. Da gab es einen Hardcore-Server, glaube ich, kein Pokémon. Wobei, vielleicht... ja, komme ich aus der ersten... Da darf ich... Nee. Hm. Komme ich... Das darf ich nicht fragen. Ja, Typen wahrscheinlich herausfinden. Okay. Ich bin ja ein Pokémon. Mhm. Ich bin in mehr als einem Team vorhanden. Also wenn ich zum Beispiel ein Akani bin, ne, es gibt ja mehrere Nein. Trainer, die Akani Nein. haben. Es gibt also nur einen einzigen Arenaleiter, der dieses Pokémon hat. Ja. Okay. Okay, so. Wieso ist es nicht Gift-Present?
Warte. Kommt in X und Y gibt es keinen Gift-Arena-Leiter. Halte dich nicht bei Gift auf, es ist nicht Gift. Ja, yeah, ja, yeah. Sondern und auch nicht, ich will nur wissen, ob ich irgendwas verkackt habe. Aber nein, es gibt, theoretisch gesehen, gibt es nur zwei Giftorden und mit Janina wäre dieses, ich weiß nicht genau, ne? Also es würde theoretisch gesehen wie Arsch auf einmal passen. Ist es aber nicht. Aber es würde theoretisch passen. Ist es nicht und halte ich mich darauf auf, okay. dass ich mir unsicher war. Dann. Ich war einfach nur ein bisschen verwirrt wegen einer kleinen Geschichte und dann ist mir das später aufgefallen, dafür hast du aber ein Jahr mehr bekommen. Also ist das, glaube ich, ausgleichend. Ja. So. Nach Gift kommt, was ist der sechste Orden? Ah, Psycho. Psycho. Am ersten Gen haben wir in der In der dritten Gen haben wir noch Psycho. Und in der sechsten Gen, also fällt's auch weg. So. Dann haben wir Feuer. Feuer gibt's mehr als zwei, müssen wir nicht drüber reden. Dann kommt Boden. Boden gibt es Giovanni. Turner. Gibt es noch mehr Bodenarena-Leiter? Eigentlich nicht. Ist es von Typ Boden? Nope. Mann! Okay, du bist... Okay. Ich bin ein Pokémon, was nur ein einziges Mal vorkommt. Mein Arenaleiter spezialisiert sich auf einen Typen. Ja. Was mache ich denn? Okay, ich spezialisiere mich auf einen Typen. Der Typus meiner Arena kommt mindestens dreimal vor. Hab ich schon gefragt. ja. Okay. Gut, mindestens dreimal kommt mein Typus vor. Interesting, interesting. Einfach meine Frage geklaut und nur eine Zahl abgeändert, du gemeine Gemeinling. Ich hoffe, die Leute machen Auge. Wir können auch im Fall der Fälle in Zukunft das noch an. Also dann mache ich das nicht mehr. Naja, jetzt hast du ja schon die Information, du Wicht. Hättest vorher Auge machen können. Dann hätten wir darüber diskutieren können. Okay. Ich schmeiß dich jetzt nur ins Schussfeuer der Community. Ja, du so ein Frechdachs, Alter. Bitte, Leute. Okay. Mindestens dreimal. Bin ich ein Kanto-Pokémon? Nein. Okay. Okay, also Boden haben wir jetzt. Boden haben wir jetzt auch durch. So, jetzt kommt Flug. Flug gibt es mehr als drei, das hatte ich eben schon im Kopf. Danach kommt Käfer. Käfer haben wir Kai. Arti. Und in X und Y gibt es auch nochmal Käfer. Fällt auch raus. So. Bro. Wie viele Feenarenen gibt's? Nur eine. Du hast gesagt, es gibt nicht mehr als zwei, aber mehr als eine, da bleibst du dabei, dass es mehr als eine gibt, ne? Ja. Okay. Feenarena gibt's in X und Y. Die Dings-Challenge zählen natürlich nicht dazu. Also die Insel-Challenges, das sind ja keine Arenen. Naja, kann man halt so oder so sehen. Nee, sind halt keine Arenen. Ja, ja, aber ist okay. Ja. Okay. Ich würde ja auch zum aber Beispiel nicht so Kabu bei der Arena-Challenge hier nehmen oder so. Mhm. Okay. Wobei, ich hätte schon gedacht, dass man Kabu, weil du sagst, sonst fällt komplett Gen 7 ja, raus. Tu's also ja auch. So da gibt's keine Arenen. Also für mich sind das wie Arena, Alter. Darüber für mich nicht. Sein. Okay. Okay. Aber ändert es dir irgendwas an deinen Aussagen? Nein, oder? Nein, es ändert nichts an meinen Aussagen. So, gibt's in der 8. Gen eine Feenarena? Gibt es. Aber wieso bist du dir da unsicher? Wie gesagt, eigentlich nicht auf der Unsicherheit auch. Weil es eine Feeninsel-Quest gibt. Ich war nur kurz lost. Weil es eine Feeninsel-Quest gibt. Bin ich von Typ B? Nein. Was? Häng dich da nicht zu sehr auf. Ich war kurz lost und habe...
Ich hab zurückgerudert, okay? Okay, du bist. Deswegen. Okay. Ich komme nicht aus Kanto. Korrekt. Bin ich im Galadex vorhanden? Ja. Okay. Johto oder Höhen? Also ich muss aus einem dieser... Okay, warte ganz kurz. Kann man mich auf dem Game Boy Advance spielen? Nein. Okay, also bin ich doch aus dem... Also bin ich doch ein Gen 4 Pokémon. Okay. 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 Bei Game Boy Advance kann man ja auch Game Boy, also kann man ja auch, kann man ja auch Dingens reinpacken, ne? Gen 2. Hättest du vorher fragen sollen, bevor du so gefragt hast, ob du aus Kanto bist. Hätte ich fragen sollen, ich weiß. Danke okay. dafür, Timo. Kein Problem. So! Da kommt jetzt ein Typ nochmal. Dann haben wir Bianca. Norman. Und Charon fällt auch wieder weg. Gibt's auch drei nochmal. Dann kommt Geist. Geist hat Jens. Geist hat Lamina. Und Geist hat gibt da noch einen Geist drin? Ja, Nio gibt's auch noch, ja. Das sind auch drei. So. Dann kommt Kampf. Camillo, Hartwig. Camillo, Hartwig und... Ja, und Dings, Hilda fällt auch raus. So, ja, Hilda. Und Saida. Ja, und Saida, ja, aber sobald ich drei habe, ist mir egal. Dann denke ich nicht mehr weiter darüber nach. Dann kommen wir zu... Stahl. Dort haben wir Jasmin. Wir haben den Vater von Veit. Der Vater von Veit? Ja. Sechster Orden in Sinnoh. Städtburg. Ah, ja. Fünfte Gen gibt's keinen Stahl. Sechste Gen gibt es. Ich habe voll die sechste Gen-Orden gar nicht im Kopf, ne? Da bin ich übel lost die ganze Zeit. Ich glaube, da gibt es auch keinen Stahl. Und in der achten Gen gibt es auch keinen Stahl. Und du warst vielleicht lost wegen Marlon. Bin ich von Typ Stahl? Bist du. Warst du lost wegen Marlon? Marlon, aber Marlon vor allem nicht Tümelot, da wusste ich, dass er Top 4 ist. Aber Marlon war ich ganz kurz. Der war nie irgendwo ein ansatzweiser Räderleiter. Ja, der war nicht mal Challenge weißt, oder weil so. Deswegen habe ich erstmal mit Chris zusammen, ist der ja so Hype und dann, ja. Okay. Aber deswegen, was ist okay. da von euch? Gesagt? So, ich bin von Typ Stahl. Bin ich ein Pokémon? Ja. Nein. Okay. Okay, ich bin ein Gen 4 Pokémon. Ja. Muss ich ja sein. Ja. Okay. Bin ich Teil einer Entwicklungsreihe? Nein. Bin ich eine TM? Nein. Boah, Moment mal ganz kurz. Ich kann nur noch ein Orden oder ein Ort sein. Mhm. Glaube ich schon, ja. Ja. Also nicht ganz, aber ist okay. Hä, warum nicht ganz? Was kann ich denn sonst noch sein? Kann ich dir nicht verraten. Alles, was mit Arena dann zu tun hat. Yo, Press, ich habe am Anfang gesagt, was wir alles nehmen können. Du kannst nicht irgendwas random seine rechte Hand nehmen oder so. Hat ja was mit dem Dude zu tun. Na, ist egal. Ist egal. So, lass uns jetzt kurz mal überlegen. Okay. Ja, die Schaufel okay. von Feins Vater, weil die hat er ja in seiner Hand, Junge. Okay, jetzt muss ich mir das selber nachdenken. Also, ich bin ein Basis-Pokémon. Bedeutet... Ein Pokémon, was sich nicht mehr weiterentwickelt aus Gen 4. Ein Sinnoh-Pokémon, was sich nicht mehr weiterentwickelt, was aber in Hardcore Soul Silver auftaucht. So, Flugarena gibt es nichts.
fällt schon weg. Weil ich bin ja ein Hardcore-Sorcerer. So, Käfer-Arena. So, Käfer. Käfer-Arena. Was für Käfer-Pokémon gibt es, was sich nicht mehr weiterentwickelt aus Gen 4? Ich denke, da gibt es nichts mehr. So, Normal-Arena wäre... Ja, Miltang, gibt es noch Normal... Es gibt safe irgendein Normal-Pokémon. Boah, jetzt muss ich einfach nur die Liste aller Pokémon haben, dann wäre es easy natürlich. Aber so funktioniert das leider nicht. Geist. Habe ich zwei Typen? Ja. Ich habe nur eine Schwäche. Nein. Okay, so, das heißt... Okay, pass auf, Present. Entweder ich bin ein Orden, ich bin ein Ort, oder ich bin die verkackte Medizin, die man für Ampharos holen muss. Habe ich recht? Sag jetzt mir bitte, ob eins der drei Sachen stimmt. Ja, eins der drei Sachen stimmt. Wenn du wirklich diese scheiß Medizin nimmst, die man für Ampharos holen muss, bin ich die Medizin, die man für Ampharos holen muss? Nein. Nein? Nein. Okay. Du bist. Okay. Jetzt ist es. Soweit. Also ich bin. Jetzt ist es soweit. So, ich habe kurz über Kryptogeld nachgedacht. Mhm. Aber bin ich ja nicht, wie man es bemerkt hat. Korrekt. Ne? Timo, was tust du mit mir? Present. Ich habe mehr als eine Schwäche. Ich hätte die Frage anders formulieren sollen, vielleicht. Damit ich mehr ausgrenzen kann. Habe ich weniger als eine Schwäche. Ja, nee. Was mache ich denn? Ich lade mal, by the way, ganz kurz mein Teambuilding währenddessen hoch. Naja, kurz auf Pokewiki grinden. Nee, Präsent. Ich bin gerade wirklich. Ich kann dir meinen Bildschirm zeigen. Klar. Das will ich eigentlich vor der Aufnahme machen. Okay. Was tue ich, Timo? Ich kann es dir nicht sagen. Denk nach. Das denke ich mir gerade. Er ist ein Genie und Normalgeist. Stahl. Los, dreht die Welt sich viel schneller. Kampf. Ja, was für ein Genie. Eisdrache. Komm, seid dabei, wenn er wieder mal was anstellt. Das Problem ist, welche Hardcore... Also, was für ein Basis-Pokémon... Press, ich gebe dir jetzt einen giga-guten Tipp, okay? Weil du nämlich schon die ganze Zeit so weird dabei bist und die ganze Zeit dich an eine Aussage aufgehangen hast, die ich so aber nie getätigt habe. Okay, du hast gefragt, ob du in einem Remake vorkommst. Ja. Present. In Oras gibt 721 Pokémon. Du bist ein Pokémon. Natürlich kommst du in einem Remake vor. Aber es gibt 721 Pokémon in Oras. Nee, aber die Sache ist, Das Pokémon... Guck mal, wenn ich aus Oras komme... Dann bin ich ja in einem Remake, komme ich vor, richtig. Correct. Aber ich basiere auf einem Gen 3-Dingens. Bedeutet, man kann mich auf den Game Boy Advance spielen. Nein. Ich habe gefragt, kann man nicht... Man kann, ja, und ich habe nein gesagt, dass man dich nicht auf dem Game Boy Advance spielen kann. Wieso nicht? Ja, weil es dich da nicht gibt. Das heißt, du könntest von Gen 4 bis Gen 5 bis Gen 6 bis Gen 7 alles sein. Bin ich ein Mega-Pokémon? Keine Ahnung. Nein. Ja, sowieso ist es aufgegeben. Dadurch habe ich sowieso aufgegeben. Weil du hast dich, glaube ich, zu sehr aufgehangen, dass du eine Arena leitest. Ja, ist okay. Mach weiter. Okay. Bin ich ein... TM hatte ich schon gefragt. Bin ich ein Orden? Bist du... Bin ich der Minenorden? Heißt der so von... oder heißt der so? Der Star-Arena aus Gen 4. Den meine ich. Bist du. Okay, ich weiß nicht, wie du heißt. Du hast es geschafft, du bist geil. So. Okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du bist halt noch voll weit weg. Jetzt bin ich komplett weit weg. Ja, keine Ahnung. Bin ich ein Feuer-Pokémon? Warte. Bin ich Kampf? Bin ich Elektro? Bin ich. Soll ich den Typen einfach sagen? Ja, gib mir den Typen. Du bist Geist. Du warst eben schon ganz nah ran mit Kryptok. Mit Kryptok. Bin ich Zwirfins? Aber ich bin nicht. Bin ich aus Gen 3?
Nein. Nee, ich meine, bin ich in Oras Remakes, komme ich, nee, warte mal, hey, ich verstehe immer noch, nee, ich habe, weiß ich nicht, was, ich, sie gibt mir einfach den Gen, ich bin so komplett raus. Du bist Gen 4. Gen 4. Ja. Also doch Gen. Ja, aber du hast es nur für dich ausgeschlossen, du hast nicht gesagt, ja, aber, du hast nicht gefragt. Aber jetzt, aber, wieso wirfst du mich trotzdem komplett auf die falsche Fährte? Ja, weil, ich hasse dich, wie ich zwirfinst. Nein, du kannst dich nicht entwickeln. Ja, stimmt, ja, keine Ahnung, was für ein Geist-Pokémon aus Gen 4 gibt es noch. Brazy, sagst du, ich hab echt eine Baba-Strategie angewendet. Das ist jetzt immer noch ja, sauschwer. Was denn? Erzähl. Soll ich dir sagen? Ja, komm. Du bist Giratina. Lamina hat in PWT ein Giratina. Okay, Leute, ich sag. Nein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall weißt gerne mal. Weißt du, wie kann man so ekelhaft sein? Ich frage mich, wie kann ein Mensch so ekelhaft sein, bei einem Fun-Format Giratina zu nehmen? Wenn es um Arenaleiter geht. Ja, Ich mach da Hartauge. Bis zum nächsten Mal. Also, Leute, in die Kommentare. Nein, alles gut. Bis dahin. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich hatte Fun. Und ciao.